Ist das unser Partner? Wer ist das? Wer macht die ganze Zeit die Fotos hier? Haben wir einen Fan? Ist das ein Fan? Ein Paparazzi? Hätte ich da noch mehr machen können? Die Wahrheit war ja nicht richtig, haben wir ja gemerkt. Ich hätte nicht sagen dürfen, ich bin hier Polizistin. Ich bin Reporterin. Und jetzt finden wir das Videoband. Hoffentlich. Ich gebe mein Bestes. Die Jacke ist echt schön. Ich hatte auch seine, aber da ist der Knopf abgegangen und die war immer so schnell knuddelig. Ich sollte mir wieder einen Trenchcoat holen. 20.23 Uhr. Ich bin erneut an dem Tatort, an dem Detective Jack Calvary verstarb. Sein Geist wütet immer noch. Ich sehe mir zuerst das Schlafzimmer näher an. Es ist kein riesiges Zimmer. Aber man kann ja nie wissen, ob das Forensik-Team was übersehen hat. Oh, oh, oh. Bett. Bettkugel. Okay, erste Kamera, Kamera, Kamera. Oh. Okay, gut. Das ist wichtig. Patron, Patron. Hallo? Ah, der Kreis bewegt sich nicht mehr. Oh, egal. Komm. Blut überall. Die Spuren gehen nach außen, auf dem Kopfteil, von dem Ausgangspunkt der Explosion. Hey! Was ist denn das? Mein erstes Thumbnail. So ein Mist. Geht doch. Die Klamotten. Ihre Klamotten. Die haben wir später an. Die Klamotten haben wir später an. Unfassbar. Ein kleines Detail. Okay, na das... Okay, wer ist das? Wie in dem Waisenhaus. Wow. Tja, unwahrscheinliche Worte. Aber zum Glück war Carrie so ein perverses Stück Scheiße. Das ist krass. Ja, ich frage mich immer noch aus, ob das diese kleine Hütte aus Until Dawn ist. Da müsste ich nochmal den Kamin sehen. Waren wir da beim letzten Mal auch schon drin? Oder auch nicht? Weg. Oh Gott. Mein Handy ist zu scheiße dafür, ey. Da war er schon wieder. Mein Handy ist zu scheiße dafür. Oh, Dreck! Verfluchter! Oh. Fuck. Wieder eine abgehauen, Becky. Gute Arbeit. Weil wenn man hier die Quicktime-Events verkackt, dann... Was ist? Wir müssen reden. Hast du Zeit? Ja. Dann verkackst du echt. Oh.
Okay, damit ist Teil 2 beendet. Tippt in das Feld, wenn es weitergehen kann. Oh ja, das mache ich doch glatt. Das regt mich gerade so auf. Oh Gott. Aber meinst du, ich glaube, wir hätten den so oder so nicht gekriegt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass wir den gerade gekriegt hätten. Weil, ganz kurz, beim ersten Mal, als wir den ja verfolgt haben, haben wir alle Quicktime-Events geschafft und es war einfach nur länger. Deswegen glaube ich nicht, dass wir es hier geschafft hätten. So. Dramatische Musik. Felicity überredete Richter Venston dazu, Finn in Polizeigewahrsam zu entlassen. Finn brachte Becky zu dem Haus, in dem Adam Jones großgezogen wurde. Becky störte eine versteckte Kamera am Tatort. Die Kamera enthielt geheime Aufnahmen zu Calvarys Mord. Die Witwe des Bestatters sagte, dass ihr Ehemann regelmäßig zu Prostituierten ging. Becky konnte ihren Verfolger gut sehen. Becky half Finn bei der Flucht, damit er Adam finden konnte. Finn erzählte Becky, dass seine Geisel während seiner Festnahme mit ihm zusammengearbeitet hatte. Fortfahren. Machen wir doch glatt. Ja, jetzt bin ich gespannt. Also jetzt haben wir so, das ist... Jetzt kommt Teil 3 von Hidden Agenda. Ich muss gleich ein Quicktime-Event schaffen. Ich habe Angst. Während des Displays auf dem Handy gucken ist so unhöflich. Wirklich gute Arbeit, Becky. Mann, ich wünschte nur echt, du hättest dir die Erlaubnis von Riggs geholt, bevor du zum Tatort bist. Sie hätten mich nie gehen lassen. Du hast recht, entschuldige. Du hast recht, entschuldige. Es macht alles schwieriger. Aber ich glaube, Riggs hätte mich nicht gehen lassen. Und ich musste es mir nochmal ansehen. Wer auch immer das ist in dem Video mit dem Pulli, ist der, den ich verfolgt habe in Las Palmas. Der Trapper und das Callgirl hängen zusammen. Bist du dir da sicher? Ja, ziemlich sicher. Was heißt das? Sie lockt sie an, tötet sie und er stellt die Falle? Verwirrt trifft's gerade wirklich. Das geht jetzt Schlag auf Schlag. Ich habe Angst, dass ich gleich das Quicktime-Ding verpasst. Oder irgendwie verpatze, weil das ja nicht so doof ist. Verwirrt, wo ist das Callgirl hin? Klingt verrückt, aber es könnte sein. Klingt verrückt, aber... Ja, vielleicht. Danke. Als Calvary vor 5 Jahren im Trapper-Fall ermittelte, war er in einem Punkt leider blind. Prostituierte, das erste Ziel, der Bestatter, traf ein Callgirl in der Nacht seines Todes. Und Calvary wurde von einem Callgirl getötet. Oder jemand, der sich so anzieht. Und wenn der Trapper seine Opfer mit Hilfe eines Callgirls an einen vorherbestimmten Tatort lockt? Ach, ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Es ist, als wären alle hinter mir her. Du brauchst etwas Abstand, Becky. Du bist zu nah. Es passt nicht. Würdest du dir bitte die Beweise ansehen, verdammt nochmal? Vielleicht hat Finn recht. Und Adam Jones steckt wirklich hinter all dem. Aber wenn er wirklich hinter all dem hier steckt... Wo ist der jetzt? Oh Mann. Es ist spät. Sag das doch morgen früh dem Sarge. An deiner Stelle würde ich heute nicht mehr viel trinken. Hallo? Ich hab Adam Jones. Finn? Wo sind Sie? Ich stehe vor seinem Haus. Hab doch gesagt, ich finde ihn. Ich stehe gerade vor seinem Haus. Was? Wo? In der Stadt? Ja. Haben Sie mit ihm geredet? Ich bin ihm gefolgt. Hat mich nicht gesehen. Eine Frau ging vor einer Weile aus dem Haus. Jetzt ist er allein dort drin. Welche Adresse? 1712 Alameda Road. Oh, der Druck ist zu groß. Der Druck ist viel zu groß. Fahr mit der Bahn! Fahr mit der Bahn! Nicht mit dem Wagen, mit der Bahn! Oh.
hier ist Officer 609. Könnten Sie eine Adresse prüfen? 1712 Alameda Road. Einen Moment. 1712 Alameda Road ist die Adresse von Simon Hillary. Willst du mich verarschen? Dankeschön. Ich hab das unter... Das ist viel zu schnell. Das kann gar keiner machen. Okay. Oh Mann. Das ist viel zu schnell, Mann. Wenn ich ein iPad hätte, würde es ja noch gehen. Aber doch nicht mit... Guck mal, das ist voll klein. Guck mal, mein Finger ist voll fett. Was? Fürs Handy, meine ich. Oh. Egal, wer das war, es spricht dafür, dass Marnie Calvary umgebracht hat. Und nicht nur Calvary. Hör die Aufnahme an. Unglaublich, wie diese blöde Marnie ihr Maul aufreißt. Wir müssen aufpassen, sonst lässt sie die ganze Operation platzen. Was sagt sie? Sie hat mich bedroht. Uns. Uns alle. Sie ist außer Kontrolle. Jemand hatte das jahrelang in seinem Besitz. Hast du die Stimmen erkannt? Nein. Sollte ich? Es wurde bestätigt. Es sind zwei der Officer, die der Trapper getötet hat. Ja, Marnie war komisch und ja, sie hat ein Motiv. Aber? Sie hatte nicht die Gelegenheit. Woher weißt du das? Sie war bei mir in der Nacht, als Calvary starb. Ah. Also wenn sie es war, war es ein echt guter Trick. Das war zu klein und zu schnell. Das war viel zu schnell. Mann, ey. Ich kann jetzt nicht mehr spielen und dann so tun, als wäre das mein erster Versuch und ich hätte alles geschafft und bin voll toll. Nein, leider ist es echt schwierig. Es ist wirklich sehr schwierig. Aber egal, dafür habe ich jetzt noch eine... Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Wie entscheide ich mich jetzt, ey? Komme ich überhaupt noch hier raus? Also macht das überhaupt noch einen Sinn gerade? Ruhe! Verdammt. Wir sind besorgt. Ah, Richter. Benster und ich. Was ist denn? Der Trapper. Er hat sie präpariert. Was? Nein, 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 nein. Es ist wahrscheinlich ein Sprengkörper. Scheiße, ich muss nachdenken. Gott. Das sollte ich ihn lieber beruhigen. Oh Gott. Was macht der Kampfdetektiv Marnie? Sie suchen nach ihm. Sie wissen alles. Dass sie alle getötet haben. Und ich weiß, wer du bist. Es gibt keinen Kampf. Sie sind der Trapper Becky. Wieso tun sie das? Sagen Sie es mir. Haben Sie mir nicht genug angetan? Bitte, Detective Marnie. Alter, Sie bedeuten mir überhaupt nichts. Sorry. Wie Sie sehen, befindet sich ein kleiner Pulsmesser an Richter Vanstones Arm. Er ist synchronisiert mit einem Handy. Sag doch einfach Adam. Du weißt doch, wer es ist. Vertrauen auf der Timer. Aber... Jeder seiner Herzschläge zieht eine Sekunde ab. Je schneller sein Herz schlägt, desto schneller die Uhr. Möchten Sie einen Tipp abgeben, was passiert, wenn der Timer die Null erreicht?
Wem auch immer. Für alles und jeden in einem 30 Meter Radius etwa. Was höchstwahrscheinlich all die Polizisten mit einschließt, die in diesem Moment kommen, um sie zu verhaften. Manchmal ist Töten die einzige Option. Was? Sie kann weglaufen, aber ich kann nicht versprechen, dass ich den Ballon nicht etwas früher platzen lasse. Und da drin ist genug Sprengstoff, um das ganze Stockwerk platt zu machen. Großer Gott! Ihre Waffe liegt nicht ohne Grund noch dort. Stopp sein Herz. Stopp den Timer. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Das kann sein, was immer ich will. Sie können leben oder sie können sterben. Es liegt bei Ihnen. Und die Uhr tickt. Was hat er gesagt? Können Sie mich hier rausholen? Hey, wo gehen Sie hin? Wir fliehen schon wieder. Nicht weggehen, bitte! Hilfe! Also wir haben es ja schon gesehen, was passiert, wenn ich Ihnen weil Richter helfen wird mir jetzt. Oh Gott. Richter helfen wäre für mich jetzt ein, ich erschieße ihn und das gleiche passiert schon wieder. Ich glaube, ich bin gestorben. Nee, ich lebe noch, glaube ich. Hallo? Alles besprechen. Du kannst doch nachweisen, dass du betäubt wurdest. Man kann das doch bestimmt nachweisen. Scheiße. Gott, verdammt, Tom. Okay. Ich komm raus. Flucht hat ja letztens nichts gebracht. Hi, hier ist Felicity Graves. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Wenn Sie Klient sind und es sich um einen Notfall handelt, wählen Sie 911. Hey, ich bin's. Ich, ich rufe nur an. Sie können ja doch nichts nachweisen. Ich wollte nur sagen, dass... Tut mir leid, Felicity. Sorry, bye. Das ist so doof einfach. Das ist so doof. Also sie können ihr nichts nachweisen, sie hat ja nichts getan. Klamotten vom auf Video an. Jetzt! Bitte! Bitte hören Sie mir zu! Das ist ein Irrtum! Runter! Hände hoch! Auf die Knie! Nein, ich war es nicht! Stopp! Bitte! Sofort! Hören das Sie zu! Das war die letzte Warnung! Na komm, du musst... Hallo? Hallo? Oh. Unten bleiben! Hände hinter den Kopf! Thank you.
Hallo? Was? Hallo? Hallo? Was ist das? Ich lass das mal durchlaufen, bis gleich. Unten bleiben! Hände hinter den Kopf! Jetzt wird es heißen, sie war der Trapper, hm? Sie hatte ein Motiv. Und Gelegenheit. Haben Sie ihr vertraut? Ich wollte es. Becky war in der Nacht von Calvarys Tod bei mir. Bis morgens. Wenn sie ihn nicht umgebracht hat, ist der Trapper noch da draußen. Felicity, ich weiß. Sie wollen helfen, aber alle Beweise sprechen gegen Becky. Aber sie ist unschuldig. Treten Sie denn nicht füreinander ein? Haben Sie nicht einen Kodex? Es gibt nur ein einziges Blau, stimmt's? Ja, genau. Das hat man uns auf der Akademie vorgeheuchelt. Toller Partner. Schon wieder, scheiße. Wir haben auf jeden Fall schon mehr rausbekommen diesmal. Also wir wissen jetzt, definitiv wusste sie halt, wer Adam, wir wissen jetzt, wer Adam ist. Becky half Finn bei der Flucht, damit er Adam finden konnte. Finn folgte Adam zu seiner neuen Adresse. Und hat uns dann auch gesagt, wer Adam ist tatsächlich. Vor einigen Stunden wurde Richter William Vanstone aus seinem Haus entführt und grausam ermordet. Kurz darauf ergab sich Detective Becky Marnie der Polizei und wurde verhaftet. Sie widersprach jeglichen Vorwürfen, gilt aber sowohl im Vanstone-Fall als auch für den grausamen Mord an Detective Jack Calvary als dringend tatverdächtig. Unbestätigten Berichten zufolge war möglicherweise Detective Becky Marnie an der Flucht des verurteilten Serienmörders Jonathan Finn beteiligt. Jonathan Finn ist noch immer auf der Flucht und gilt als bewaffnet und gefährlich. Die Ermittlungsarbeiten dauern an. Soeben verlas Sergeant Riggs vor Vertretern der Presse eine kurze Erklärung. Wir können bestätigen, dass Becky Marnie unter Arrest gestellt wurde. Das ist derzeit alles. Danke. Ich weiß nicht, ob Detective Marnie der Trapper war. Kann's nicht beweisen. Aber sie hatte ein Motiv. Gelegenheit, vielleicht. Das nächste Mal lasse ich dich sterben. Es kommt wohl darauf an, ob ich ihr vertraue. Das frage ich mich nun schon ziemlich lange. Also ja, Marnie hat ihre Spuren sehr gut verwischt. Sie war Polizistin, also kannte sie unsere Denkweise sehr genau. Ja, Adam? Nach meiner Expertenmeinung werden wir das ganze Ausmaß von Marnies Betrug wohl nie erfahren. Natürlich, Adam. Sehr intelligent, manipulativ. Dazu bereit, jeden auszuschalten, der ihr im Weg steht. Besonders die, die ihr vertrauen. Ja, das bist du, Adam. Aber hey, wenigstens kann sie niemandem mehr wehtun. Du schon, Adam. Es war immer etwas komisch mit Marnie. Du bist nur neidisch. Man konnte ihr nie trauen. Was labert die für eine Scheiße? Ich wollte ja, aber sie hatte, ich weiß nicht, Probleme? Du bist mein Problem. Ich bin jung. Das sind die Credits. Und mein, ach ja, ja, oh, Batterie fast leer steht hier, upala. Entschuldigung, geht sofort weiter. So, ich glaube, jetzt kommt nichts mehr. Das sind die Credits schon wieder. Kann ich die überspringen hier? Nein. Ja. Also ich lasse die Credits mal, ich werde es halt auch schneiden, ich lasse die Credits kurz durchlaufen und dann sehen wir gleich nochmal die Endszene. Hier steht auf dem Fernseher, schauen, das mache ich mal und wir sehen uns gleich wieder.
Oh, ich mag Rattenfallen. Oh ja, ich bin der Adam. Ich mag Rattenfallen total. Ich klemme mir da immer meine Hoden zwischen. Das macht mich total an, weil ich der Adam bin. Guck meinen Pulli an. Ich trage immer den gleichen. Wow. Sie müssen ein Riesenrattenproblem haben. Guck meine Augenbrauen an. Wo ist Finn? Wo ist Finn? Und da bin ich wieder. Zweiter Durchgang von Hidden Agenda. Tatsächlich haben wir im Spiel selbst jetzt rausgefunden, wer der Mörder ist und wer er auch eigentlich ist. Ob es jemals, also Event, einen dritten Durchgang würde ich nur noch im Stream machen und dann natürlich aber auch auf YouTube hochladen. Ich weiß nicht wann, aber ich möchte einmal kurz sagen, dass Hidden Agenda sich einfach so wunderbar für Let's Player eignet, weil ich habe jetzt zweimal das Spiel gespielt und trotzdem habt ihr noch quasi Grund genug, euch das auch selbst zu kaufen. Und vor allem dieses mit Freunden spielen. Ich mache das ja ganz alleine hier. Nein, das ist in Ordnung. Ich bin eine Einzelgängerin hier. Was ist los? Nein. Aber ihr könnt hier auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich weiß gar nicht, wie viel es im Moment kostet. Ich habe keine Ahnung. Aber Hidden Agenda ist halt ganz geil, weil ihr könnt es euch bei den Let's Playern angucken und ihr könnt es halt trotzdem dann noch kaufen. Das ist ganz gut. Das Quicktime-Event, ne? Boah, ich bin so sauer. Das ist keine Ausrede, aber ich hatte keine Chance. Es war zu schnell und mein Handy hakelt einfach so. Ich weiß nicht, mit einem größeren Display macht es auf jeden Fall, glaube ich, viel, viel mehr Spaß. Ich kann mir vorstellen, ihr könnt ja eure Erfahrungen, falls ihr das Spiel selber habt, hier mir gar irgendwo auf irgendeiner Plattform mitteilen, keine Ahnung. Und ich bedanke mich wieder, dass ihr auch hier zugeguckt habt und wir werden es bestimmt im Stream irgendwann nochmal spielen. Aber ob ich dieses Quicktime-Event schaffe, ja, ich weiß es nicht. Ich brauche ein anderes Handy dafür. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Bye, bye!